OP ist bereit. Tempo, Tempo, Tempo. Wie ist der Puls? Stabil. Noch 7 Jahre willst du einfach wegwerfen. Du hörst mir nicht zu. Hey, der kippt. Hallo, nicht einschlafen. Hallo. Aber wir waren doch immer glücklich. Die Betonung liegt auf Waren. Aber ein ganzes Leben lang wollten wir zusammen. Die Atmung wird flach. EKG-Zugang. Eine HES. Weißt du, ein ganzes Leben ist mir irgendwie zu lang, okay? Du bist herzlos. Ich bring mich um. Dann tu, was du tun musst, aber nicht hier. In meinem OP stirbt heute keiner. Das ist so schlecht. Mann, 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 das will doch kein Mensch lesen. Wow. Hast du nichts Besseres zu tun? Nee. Ja, ja, ich komm ja schon. Hey, Philipp. High five, komm, schlag ein. Hallo, Jenny. Vorsicht, mein Bruder pubertiert. Mama sagt, er hat jetzt überschüssige Kräfte. Ah, und du bist die Raumpatrouille mit der supergefährlichen Heißluftrolanze. Wenn du öfter kommen willst, musst du auch staubsaugen. Wir haben einen Haushaltsplan. Ah, ein Plan, ja natürlich. Mama hat eben alles im Griff. Der Klitschko. Und schön aufpassen, dass das Frauchen brav arbeitet. Ich bin nicht da. Ich weiß, ich bin zu früh. Konrad, waren wir verabredet? Nicht genau jetzt, aber heute Abend ist mir was dazwischen gekommen. Und da dachte ich mir, ich schau mal rasch vorbei und wir beide könnten vielleicht... Geh kalt duschen. Wo ist Bad, das weißt du. Gute Idee, wenn du mitkommst. Und wenn nicht, dann feuer ich dich. Ich hab's immer gewusst. Du willst gar nicht meine Bücher. Du willst nur Sex. Und falls dir sein Gang zum Haus im Kinder also vergiss es. Sag ich doch, die haben was miteinander. Bitte nicht dieser Schwarmart. Hey, ich komme spitze mit den beiden klar. Mich stören sie nicht. Mhm. Solange sie dir nicht dein Auto vollkrümeln. Was hast du hier? Ja. Und ich sehe, es läuft. Das wird ganz groß. Und ich sag ja, du wirst von Buch zu Buch besser. Kein Wunder bei dem Verleger. Und jetzt pass auf. Da, 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 da. Treuherzen. Der neue Roman von Sophie Becker. Der dann nur noch geschrieben werden muss. Wann habe ich das Buch? Das Buch. Die Kinder. Wenn du weiter so nervst, dann dauert 2 Jahre. Und wenn du brav bist, dann geht's schneller. Okay, okay, okay. Du bist die Größte. Warte die Verkaufszahlen ab. Nein, nein, nein. Ich meine, du bist überhaupt die Größte. Schleimer. Nein. Nein, danke. Ich will keine Pizza. Ich hab echt Hunger. Nein, jetzt. Nein. Komm schon, hörst du ja, was los ist? Nein. Wir telefonieren, ja? Du machst nie das, was ich will. Nein. Oh, ich will. Tja. Nein. Dann gehe ich mal. Nein. Nein. Los. Mama, ich will keine Pizza. Eine weitere Mahlzeit, für die ihr beide nicht arbeiten musstet. Also hört auf zu streiten. Wo ist denn Rosa? Die ist doch mit Essen dran. Rosa ist krank. Ja, und wieso weiß ich das nicht? Weil du den ganzen Tag am Schreiben bist und nicht gestört werden wolltest. Ich mach mir jetzt eine Pizza. Nein, 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 nein. Wir essen schön zusammen. Und wir essen was Vernünftiges. Rosa? Was ist? Jenny sagt, du bist krank. Das ist schon gut, Sophie, ich komme. Ja, ja, gut, sieht anders aus. Doch, doch, das geht schon. Ich muss ja noch einkaufen und kochen. Ja, ja, das vergessen wir aber ganz schnell. Komm, leg dich weg. Was ist denn? So kenne ich dich ja gar nicht. Ich auch nichts. Mir war nur so schwindelig. Das tut mir leid. Dafür hast du keins. Was redest du? Hast du Schmerzen? Mir tut alles weh. Ist ja komisch. Kein Fieber, Puls normal. Weißt du was? Also ich glaube, du leidest an Lampenfieber. Mach dich ruhig lustig. Na komm, Rosa, jeder hat mal Geburtstag, auch du. Den feiere ich nicht, auf keinen Fall. Und das weißt du. Mhm. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall zum Arzt.
Oh Gott, willst du, dass die mich umbringen? Oberschwester Rosa als Patientin, die Armärzte. Mama, was hat sie denn? Angst vor ihrem Geburtstag. Ich denke, sie will nicht feiern. Will ich auch nicht. Du wolltest mir ein Buch geben. Ja, habe ich dir da hingelegt. Super, danke. Gefällt's mir trotzdem nicht. Ich bring dir gleich was zu essen hoch, ja? Danke. Wenn man nicht feiern will, muss man doch nicht. Niemand muss müssen. Aber wenn jemand 70 wird und nicht feiern will, dann wird er gefeiert. Das habe ich gehört, Sophie. Vergiss es. Hey. Ja, dann improvisieren wir ein bisschen. Nudeln mit frischer Tomatensauce. Als ob das besser ist als Pizza. Philipp, Tisch decken. Es ist Frauenarbeit. Hast du ein Glück, dass das Gesetz es verbietet, Kinder zu schlagen? Tisch decken! Ich mach schon, Mama. Danke, Süßes. Nächste Woche hat Rosa Geburtstag. Denk dran. Wieso denn? Weil man zum Geburtstag Geschenke macht, sich nett anzieht und ein freundliches Gesicht macht. Sie wird 70. Ja, und? Rosa feiert nie. Wer nicht feiern will, wird gefeiert, sagt Mama. Okay, dann schenke ich ihr einen Joint. Kann sie mal so richtig schön chillen. Philipp, hältst du mal? Von wegen Joint, mein Freund. Damit fängst du gar nicht erst an. Haben wir uns verstanden? Ja. Haben wir uns verstanden? Ja, es war doch nur ein Joke. Ja, und der war nicht mal witzig. Alles klar, ich lass mir was anderes einfallen. Schon besser. Was liest denn da für ein Buch? Vererbungslehre? Die sucht mal wieder ihren Papa. Du bist so gemein. Das weiß er selber. Ja. Und jetzt Frieden, bitte. Der Tag war anstrengend genug. Okay? Okay. Okay. Guck mal auf den Wochenplan. Morgen ist Schulferien. Yes! Was ist denn bloß los mit mir? Ja, das sagst du. Jetzt warte doch mal bitte. Worauf denn? Dass du einmal von alleine den Tisch deckst oder einkaufen gehst? Oder einfach mal sinnvolle Dinge in dieses gottverdammte Buch schreibst, was ich mit Sicherheit niemals fertig bekommen werde. Mann, Klitschko, lass dir auch mal was einfallen. Dummer Hund. Dämlichen Klingelton, den machst du aber wieder weg, dass das klar ist. Schlechte Laune oder kommst du mit deinem Buch nicht weiter? Weder noch. Rosas Krankheit macht mir Sorgen, aber sie will einfach nicht zum Arzt gehen. Was hat sie überhaupt? Wenn ich das wüsste. Sie ist halt nicht mehr die Jüngste. Vielleicht sollte sie langsam ins Altersheim. Wie bitte? Ja, und ich krieg ihr Zimmer, wäre doch geil. Hör mal zu, mein Freund. Zum Schulpraktikum, da steck ich dich mal ins Altersheim. Da kannst du mal sehen, wie das Leben auch sein kann. Es war doch nur so ein Spruch. Da werden wir sehen, wie weit du mit deinen Sprüchen kommst. Mein Gott, du kennst sie ein ganzes Leben lang. Sie ist sowas wie deine Oma. Es war nicht ernst gemeint, okay? Ich will ja gar nicht, dass sie geht. Ja, ist schon gut. Die Nacht war kurz. Lass mal, ist mir eine Arbeit. Nee, komm, das machen wir morgen. Wir müssen uns fertig machen. Okay. Und wenn du doch noch sagst. Problem mache ich gerne. Danke, Frau Kostenko. Wiederhören. Frau Kostenko? Hat gefragt, ob wir Kira mitnehmen. Und? Natürlich, machen wir. Yes!
Philipp ist verknallt in Kira. Und die hat schon so einen Boost. Ja, wenn du davon eine Ahnung hättest. Haha, du bist rot. Mir geht nur dein Gelaber auf den Keks. Verliebtsein ist was Wunderbares. Ich verlieb mich nie. Jungs sind voll eklig. Ja, ja. Ich werde dich in 5, 6 Jahren dran erinnern. Du siehst blendend aus, mein Schatz. Aber nicht ständig ins Spiegel gucken. Frauen mögen keine Männer, die öfter in den Spiegel gucken als sie. Danke für den Tipp. Gerne. Abflug! Rosa. War einer bei ihr? Ich gehe schon. Und sag ihr, sie soll anrufen, wenn irgendwas ist. Das mit dem Spiegel gilt auch für Mädchen. Ihr seid noch da. Du rauchst? Lass es bloß nicht Mama sehen. Verrat mich nicht. Ich hab nichts gesehen. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt fahren. Rauchen beruhigt manchmal. Also mich, glaube ich. Ruf einfach an, wer was ist. Auf Mamas Handy. Sag mal, hast du einen für mich? Nur von wegen. Rauchst du etwa auch heimlich? Auf jeden Fall lasse ich mich nicht erwischen. Mein lieber Freund. Oh, diese Klingel. Das ist Kira. Was ist denn los? Kira gekommen? Weiß nicht. Und wer hat eben geklingelt? Niemand. Hallo. Ja. Hey, Mum. Oh. Was ist denn los? Wir warten. Und wieso machst du nicht auf? Ihr geht zum Auto und wartet auf mich. Ihr guckt nicht nach links und nicht nach rechts und vor allem, ihr redet mit niemandem. Alles klar? Der Autoschlüssel. Der Autoschlüssel. Ich will zu Rosa! Verdammt! Das kann doch nicht wahr sein. Aber die Klingel ist kaputt. Ah, cool, danke. So, ihr müsst euch beeilen. Zack, zack. Hallo, Kira. Hallo, bei Ihnen wird da übrigens gerade eingebrochen. Was? Ihr wartet im Wagen. Ich komme gleich. Hallo. Wir waren der Typ da eben, der ist echt süß. Was? Keine Ahnung, irgend so ein Arsch. Hallo, Sophie. Bist du verrückt? Du kannst hier nicht einfach reinspazieren. Ja, das habe ich gemerkt. Ich musste klettern. Was willst du? Du siehst toll aus. Das war eigentlich nett gemeint. Was willst du? Ich will zu Rosa. Nach 15 Jahren. Wie geht's ihr denn? Ist es sehr ernst? Wie geht's ihr? Woher weißt du, dass sie krank ist? Ja, weil sie meine Mutter ist. Vergessen? Vincent! Endlich! Oh. Endlich. Ich wünsche, dass sich überhaupt nicht verändert. Vincent. Vielleicht erfahre ich auch mal, was hier los ist. Was fehlt dir denn? Du hast mir mit deinen Mails richtig Angst gemacht. Ach, ich bin halt alt und klapprig. Mails? Welche Mails? Was sagen die Ärzte? Ärzte, Vincent. Moment mal, verstehe ich das gerade richtig? Ihr schreibt euch. Du weißt doch, was von denen zu halten ist. Sie schreiben sich. Na, das ist doch toll, dass ich das auch mal erfahre. Und seit wann geht das schon? Schön, dass du da bist. Ja, sehr schön. Nur leider muss er wieder gehen. Es war schön, dich gesehen zu haben, Vincent. Aber leider musst du jetzt gehen. Gute Reise. Du weißt, wo die Tür ist. Sophie, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Aber ich bin wirklich hier, um meine Mutter zu besuchen.
Okay. Rosa, ich gebe euch 3 Stunden. Wenn wir wiederkommen, dann ist er weg. Danke. Du hast dir gar nicht gesagt, dass ich komme, hm? Ja, verstehe. Na los geht's. Wer war denn der Mann, Mama? Niemand. Und warum hast du die Tür so zugeknallt? Hab ich das? Ja. Mach dich keine Gedanken, jetzt wird gefeiert. Hopp. Oh mein Jenny, kannst du nicht mal rutschen? Aber ich mach dich doch gar nicht. Hier wohnst du also? Bald 15 Jahre. Das war ja das Zimmer von der Frau Singer. Mhm. Komm mal, ich zeig dir den Rest des Hauses. Komm. Das ist richtig schön geworden. Wenn ich daran denke, wie das hier aussah. Die alte Frau Singer hatte ja nie Geld. Ich musste mal alles improvisieren. Ja, man sieht, was Sophie hier reingesteckt hat. Ist nett hier, wie bei einer richtigen Familie. Wir sind eine richtige Familie. Naja, du hast die Dinge immer schon so gesehen, wie du sie sehen willst. Hm? Das hilft. Glaub einer alten Frau. Wieso bist du nie zu mir gekommen? Du hast immer davon geträumt, die Welt zu erkunden. Australien wäre ein perfekter Anfang gewesen. Na, Träume, das ist so eine Sache. Wenn man sie sich erfüllt, dann hat man sie ja nicht mehr. Außerdem, was hätte Sophie wohl gesagt, wenn ich plötzlich nach Australien fliege? Naja, ich bin dein Sohn. Ja, das bist du. Wo ist eigentlich der Vater von den Kindern? Das Thema ist tabu. Darüber spricht Sophie nicht. Und jetzt schreibt sie Romane. Ja, als die Kinder klein waren, war das sehr schwer. Sehr schwer für Sophie. Der Krankenhausdienst, das Haus hier, die Kinder. Das konnte sie ja alleine gar nicht schaffen. Ich habe sie in der Klinik in Schutz genommen, so gut es ging. Aber irgendwann ging es nicht mehr. Und seitdem schreibt sie. Aus der Not geboren, aber erfolgreich. Das hätte ihr nicht zugetraut. Klitschko, was soll das? Komm her. Komm mal hier. Hör mal zu, mein Freund. Du bist hier nicht der Chef. Ist das klar? Ja, geht doch. Sophie, ich bin's. Es ist gleich 10. Wenn du nicht kommst, dann komme ich zu dir. Ich habe heute Abend noch 2, 3 Dinge mit dir vor. Ach, wo steckst du eigentlich? Ich versuche dich schon den ganzen Abend zu erreichen. So scheiße aus. Klein. Ach komm. Ich denke, der Typ ist schon weg. So, ihr geht mal ganz schnell nach oben in euer Zimmer. Zack, zack. Wenn der Stress macht, schmeiß ich den raus. Mann, der ist aber riesig. Na, egal. Ich nehme den Baseballschläger. Cool. War das nicht klar genug? Ich habe gesagt 3 Stunden und die sind jetzt vorbei. Rosa, er geht. Jetzt. Sophie, vielleicht sollten wir mal einfach kurz reden. Nicht kurz reden, zuhören. Nimm deine Tasche und verschwinde. War das kurz genug? Okay, okay. Um des lieben Friedens willen. Ich rufe dich an und morgen gehen wir zum Arzt. Ach was. Morgen sieht die Welt schon anders aus. Schlaf gut, mein Junge. Ja, du vor allem.
du auch. Die Klingel ist kaputt. Danke. Und wer sind Sie nochmal? Wollen Sie zu uns? Zu uns? Nee, eigentlich zu Sophie. Hier läuft garantiert heute gar nichts mehr. Ich mich auch. Aber leider muss ich noch schreiben. Verstehe. Bei der Gelegenheit sei doch so freundlich und nimm ihn mit in die Stadt, ja? Bitte? Setz ihn an irgendein Hotel ab. Je schäbiger, desto besser. Da kennt er sich aus. Danke. Ich dachte, wenn du weißt, dass er kommt, mauerst du Fenster und Türen zu. Und womit? Mit Recht. Komm, du und ich, wir zwei, wir reden jetzt miteinander. Na, jetzt kommen Sie schon, wer auch immer Sie sind. Vincent, Rosas Sohn. Ah? Wusste gar nicht, dass Rosa einen Sohn hat. Tja, dabei hat sie ihn sogar schon ein bisschen länger. Und Sie sind der Vater von Sophies Kindern? Nee, das ist nichts für mich. Der hält mich so viel Gott sei Dank raus. Also siehst du auch aus. Was? Nicht. Und, wie lange schreibt ihr euch schon? So ein, zwei Jahre. Ja, eher 7, 8. Oder warte mal. Komm, hör bloß auf. Und was weiß er? Nur, was er wissen muss. Ich halte mich an unsere Absprache, obwohl er mein Sohn ist. Denk dran, er hat dich verlassen. Du meinst wohl, er hat dich verlassen? Ja, erinnere dich bitte. Ihr habt euch nur noch gestritten. Ist doch Quatsch. Er wäre doch so oder so gegangen. Freiheit um jeden Preis. Sophie, ihr wart jung. Das ist nicht der Punkt. Vincent ist ein verlogener Egoist. Und das weißt du. Ich werd 70. Wer weiß, wie lange ich noch hab. Sag sowas nicht. Du lebst noch mindestens 120 Jahre. Er war 15 Jahre weg. Sophie, 15 Jahre. Das musst du doch verstehen. Ja. Okay. Du hast ihm also nichts gesagt. Ich schwöre es. Und was will er dann hier? Frag ihn doch selber. Worauf du dich verlassen kannst. Aber nicht in diesem Haus. Vergiss bitte nicht, das Haus gehört nicht dir allein. Ach so, es geht ums Haus. Ja klar, hätte ich ja gleich drauf kommen können. Er will also Geld. Sophie. Gib ihm eine Chance. Hat er mir damals eine Chance gegeben? Danke. Sophie? Verpetz mich nicht. Philipp, was, wenn er unser Vater ist? Jane,
Jenny, lass es. Könnte doch sein. Wie lange ist er schon weg? Sie hat 15 Jahre gesagt. Also? Hör auf, überall Väter zu sehen, Jenny. Letztes Mal war es der Hotelchef auf Rügen, davor der neue Sportlehrer. Mach dich nicht verrückt. Deiner ist in Alaska verschollen und meiner ist tot. Wir haben einfach kein Okay. Ich meine, wir brauchen doch auch keinen. Wir haben ja uns. Und Mama. Und Rosa. Sag mal! Sophie, spionierst du mir nach? Na, so weit kommt's noch. Rosa hat mir gesagt, wo du bist. Wir müssen reden. Ist was mit Rosa? Nein, seitdem du da bist, geht's ihr schon viel besser. Ja, aber das ist doch schön, was meine Rückkehr bei so manchem bewirkt. Ich geh jetzt eine Runde laufen. Es war schön, mit dir zu reden. Nein, du gehst jetzt nicht laufen. Wir reden jetzt. Du, das geht gar nicht. Sag mal, bleibst du mal stehen? Nein, das machen meine Beine von ganz alleine. Ich kann gar nichts machen. Ich weiß, im Weglaufen warst du schon immer groß. Mann. Entspann dich, wir haben noch Zeit. Nein, die haben wir sicherlich nicht. Warum bist du hier? Ich meine jetzt, nach 15 Jahren. Meine Mutter ist krank, sie wird 70. Geburtstag feiern. Von dem will sie nichts wissen. Und die Krankheit, die glaube ich ja sowieso erst, wenn sie beim Arzt war. Also, was willst du hier? Du fliegst doch nicht einfach so um die halbe Welt. Das hättest du all die Jahre machen können. Ach, Quatsch. Die Frage ist doch, was willst du? Warte doch, Vincent! Bleib stehen, ich kauf dich raus! Du willst das Haus? Ich übernehme deinen Anteil. Klare Verhältnisse. Klare Verhältnisse? Lass uns das wie zwei erwachsene Menschen regeln. Ich lasse sofort einen Vertrag aufsetzen. Du willst das Haus? Ja. Und du bekommst eine Menge Kohle. Und alle haben ihren Frieden wieder. Was sagst du? Oh, höre ich deine Frage? Das steht hier übrigens sehr gut. Mal keine Ansagen machen, einfach nur fragen. Vincent, jetzt sag doch was! Oh. Ach, im Grunde geht's mir schon viel besser. Das will ich von einem Arzt hören. Ich war erschöpft. Ich muss einfach nur entspannen. Was macht ihr da alle für Theater draus? Das klang in deinem Hals ganz anders. Komm, was? Du, ich habe meine Versicherungskarte vergessen. Du, das macht gar nichts. Komm, hier kennt dich jeder. Schon lange nicht mehr. Hier sind alles neue Ärzte. Ja, auch die haben studiert. Auf geht's. Ich brauche deine Hilfe. Das ist ja mal was ganz Neues. Seit wann brauchst du meine Hilfe? Seit gestern Abend. Verstehe. Der Australier. So, du setzt dich jetzt hierher und ich hole den Arzt. Die werden dich hier nicht umbringen. Rosa? Ludwig. Ist das etwa der verlorene Sohn? Ja, und das Dr. Oberländer, den kennst du doch noch. Aus alten Zeiten. Das ist unglaublich. Die Jahre sind spurlos an dir vorbeigegangen. Schmeichler. Seit wann bist du wieder hier? Meine Praxis habe ich verkauft. Hier helfe ich nur noch ein bisschen aus, bevor ich mich ganz zur Ruhe setze. Doktor, seien Sie bitte streng mit ihr. Sie wissen ja, das ist so, Ärzte und Schwestern. Muss ich mir Sorgen machen? Ja. Ich warte dann mal draußen. Ich hol dich dann ab. Trink einen Kaffee. Ja. Ich hab grad neulich an dich gedacht. Du hast demnächst Geburtstag, stimmt's? Hör auf. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Dann tu's jetzt. Ich werde meinen Verfall nicht noch feiern. Verfall, nun mach dich nicht lächerlich. Du brauchst Geld. Konrad. Der Mann muss so schnell wie möglich zurück nach Australien oder wohin auch immer. Am besten auf dem Mond. Du hast mir nie von ihm erzählt. Weil er keine Rolle spielt. Ja, offenbar doch. Ihr habt ein Haus zusammen. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Na ja, wir haben das Haus zusammen geerbt. Zu gleichen Teilen, wir waren da Mieter. Und die Besitzerin hatte keine Angehörigen. Ende der Geschichte. Bisschen kurz, die Geschichte. Meine Güte. Ich habe sie gepflegt während meiner Arbeit im Krankenhaus. Er hat das Haus in Schuss gehalten. Ja, sie wollte, dass wir da glücklich werden. Familie gründen. Ihr wart also zusammen? Vor 100 Jahren.
15. Der Mann interessiert mich nicht. Ja, das merke ich. Bist du jetzt etwa eifersüchtig? Ich? Wir haben uns nie was versprochen, außer, dass du mich reich und glücklich machst. Mit deinen Büchern. Genau. Und deswegen gibst du mir jetzt den Vorschuss und dann sind wir endlich wieder los. Wir? Du bekommst dein Geld. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Schatz, du kriegst doch alles von mir. Sobald das Buch hier fertig auf meinem Schreibtisch liegt. Konrad, ich brauch das Geld jetzt. Dann geh nach Hause und schreib. Der war doch draußen im. Ach ja, hier im. Nee. Vincent, entschuldige bitte. Ja, mal wohl die Zeit vergessen, nach all den Jahren. Ja, schon klar. Ihre Mutter ist eine wunderbare Frau. Ich weiß. Und? Ludwig, bring mich nicht in Verlegenheit. Ja, und? Was und? Das ist hier ein Krankenhaus. Sie sind Arzt. Rosa ist hier, weil es ihr verdammt schlecht ging. Wie ist die Diagnose? Kann nicht wahr sein. Was hätte ich denn anderes tun sollen? Hast du eine bessere Idee? Darum geht's doch gar nicht. Sie wird dahinter kommen, das ist doch wohl klar. Ich will nicht mehr auf dich verzichten. Ach, Mensch. Warum muss denn immer alles so kompliziert sein? Ja, Menschen sind kompliziert. Ich nicht. Nein, außer dir, ja. Sie will mein Hausteil kaufen. Mama, man soll keinen belauschen. Ach, und was machst du? Ich. Warum eigentlich nicht? Wollte in den Garten. Mit Klitschko. Klitschko? Ja, wo ist Klitschko? Außerdem hast du auch gelauscht. Das ist was ganz anderes. Ja, klar. Der lange Krankenhausflur. Das Neonlicht. Einsam stand er am Aufzug. Der einzige Mann, den sie nie wieder sehen wollte. Was hatte er vor? Was wollte er? Worauf warten Sie? Sie sind entlassen. Für eine Frau, die täglich am offenen Herzen operiert, verstehen Sie reichlich wenig von Gefühlen. Ihren Vortrag halten Sie mal besser woanders. Sie sind kerngesund. Kerngesund. Moment mal. Und tu mir einen Gefallen und klär das mit Sophie. Ich fahr jetzt ins Hotel, setz mich an den Rechner und gucke, wie das Geschäft läuft. Bring das hier in Ordnung, ja? Nee, alles gut. Du, ich weiß, was ich wissen muss. Dank dir. Tschüss. Wusste ich's doch. Wieso hat Rosa plötzlich einen Sohn? Den hat sie nicht plötzlich, den gibt's schon länger. Und seit wann ist der Typ weg? Oh, du mein Gott. Vor 17, 18, 19. 15. Hm? Es waren 15 Jahre. Musst du nicht Mathe machen? Hattest du mal was mit ihm? Musst du nicht auch Mathe machen? Immer erzählst du nicht. Ganz genau. Ich muss mit dir reden. Das glaube ich auch. Was haben denn die Ärzte gesagt? Das ist alles nicht so einfach. Das ist ganz einfach. Du bist kerngesund. Und woher weißt du das? Ach, Rosa. Ich war Schwester auf der Station. Schon vergessen? Und ich kann ein Telefon bedienen. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ja, belügst mich nach Strich und Faden, nur um Vincent hierher zu locken. Mann, wir haben uns richtig Sorgen um dich gemacht. Das tut mir leid.
Aber ich schaff das alles nicht mehr. Aber dann rede doch mit mir. Hm? Du bist doch nicht allein. Meinst du, das ist leicht für mich, immer die liebe Omi zu spielen? Das will man doch dann auch mal sein. Und irgendwann kommt die Wahrheit sowieso ans Licht. Aber nicht jetzt. Und schon gar nicht, solange er hier ist. Oder hast du ihm was gesagt? Ich hab dir mein Wort gegeben und all die Jahre gehalten. Dann ist ja gut. Tja, ich weiß nicht. Hey! Hey! Na, heute nichts mit Klettern? Ach so, nee, ich hab die Tür inzwischen gefunden. Wie war das Schulfest? Ganz cool. Philipp ist doch auch ein ganz cooler Typ, oder? Geht ihr in die gleiche Klasse? 9. Oder seid ihr so 14, 15, 16 ungefähr? 15 ungefähr. Wieso? Philipp ist 15. Bist du sicher? Ja, klar. Also, ja, er sieht ein bisschen jünger aus, aber das macht mir nichts. Kira! Hey, Philipp! Sag mal, wann hast du Geburtstag? Geburtstag? Hab ich nicht. Ich bin einfach vom Himmel gefallen. Was soll das? Philipp ist 15. Wer hätte das gedacht? Deine Kinder haben nicht denselben Vater. Und Philipp ist genau 15. Da komme ich mal ganz schwer ins Grübeln. Lass es, das führt zu nichts. Wer sind denn die glücklichen Väter? Das geht dich nichts an, habe ich mich klar genug ausgedrückt. Vor 15 Jahren waren wir zusammen. Da gibt's bei Philipp nur eine Möglichkeit. Es sei denn, du hast mich betrogen. Hätte ich's mal. Ist Philipp mein Sohn? Ja oder nein? Also ja. Halt dich von den Kindern fern. Er ist mein Sohn. Es reicht. Triff dich mit Rosa, wo du willst, aber nicht mehr in diesem Haus. Was denkst du dir dabei? Du erklärst mich für tot und weißt genau, wo ich bin. Das wusste ich nicht. Das hättest du aber rauskriegen können. Aber das wolltest du gar nicht. Unterschreib den Vertrag und verschwinde. Mein Leben funktioniert perfekt ohne dich und ich lass mir das nicht kaputt machen. Nicht nochmal. Ich hab einen Sohn und weiß es nicht.
Was willst du? Ich werde hier wohnen. Das wüsste ich aber. Du betrittst mein Haus nicht. Das brauche ich auch gar nicht. Wo willst du hin? Einziehen im Schuppen. Du willst hier einziehen? Du hast getrunken. Ist doch perfekt. Du hast die alte Karre noch. Mehr brauche ich doch gar nicht. Welchen Teil von nimm deine Tasche und verschwinde hast du gestern Abend nicht verstanden? Du, dass das mal klar ist. Das hier ist mein Grundstück, mein Haus, mein Wohnmobil und neuerdings mein Sohn. Ja, vielleicht war es nicht der beste Weg, dir das zu verschweigen. Da sind wir mal einer Meinung. Aber es war der einzig Richtige. Vincent, ich habe damals nicht gewusst, dass ich schwanger war. Oh. Was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich dich anrufen sollen? Bitte, bitte komm zurück, du wirst Papa. Dass du mich mal über Nacht verlassen hast, das vergessen wir einfach mal, oder was? Ja, und ganz plötzlich bin ich verstorben. Das ist ein super Gefühl, danke. Ich zieh da jetzt ein. Und ich werde nicht gefragt. Nee, weil das Wohnmobil steht auf meinem Grundstück. Oh, entschuldige bitte, auf der Hälfte meines Grundstücks. Ja, was ich dir abkaufe. Da hast du den Vertrag unterschrieben. Ich hab's gewusst. Du wirst alles kaputt machen. Du verstehst gar nichts. Sophie, dieses Haus ist mir doch völlig egal. Ich hab urplötzlich einen Sohn. Ich will Philipp kennenlernen. Und du wirst mich nicht daran hindern. Einverstanden. Wir machen den Deal. Du wohnst in dem alten Wohnmobil und zum Essen und Duschen kannst du ins Haus. Aber dass das klar ist, das ist hier kein Hotel. Hier arbeiten alle mit. Ja, auch du. Und das Wichtigste ist, Philipp darf nicht erfahren, wer du bist. Er würde es nicht verstehen und Jenny würde daran zerbrechen, dass er auf einmal einen Papa hat und sie nicht. Versprochen. Versprochen? Versprochen. Kein Wort zu niemandem. Klar. Ich mach dir die Hölle heiß. Auch klar. Und gleich nach Rosas Geburtstag, da bist du weg, ja? Gleich danach. Und denk dran, ich bring dich um. Dass er Rosas Sohn ist, das weiß ja nun schon jeder. Er wird eine Weile zu Besuch bleiben, also werden wir ihn offen und freundlich aufnehmen, wie jeden anderen Gast auch. Er wird im alten Wohnmobil übernachten, auf eigenen Wunsch, und wird sich ab sofort an unserem Haushaltsplan beteiligen. Das heißt also für jeden von uns, es bleibt ein bisschen weniger Arbeit. Und das ist ja auch mal ganz schön. So, den Plan habe ich schon geändert. Falls noch Fragen sind. Ach ja, er heißt Vincent. Jenny, Philipp. Ich war übrigens beim Arzt. Alles wieder in Ordnung. Ach so, plötzlich? Das ist aber schön. Naja. So richtig krank war ich nicht. Es war mehr so eine Ausrede. Eine Notlüge. Ach, ich wollte Vincent einfach wiedersehen. Darum hast du das gemacht? Ja. Naja, dann sind ja alle happy. Ich muss dann mal in die Schule. Ach nö, oh Philipp. Sorry. Das macht doch nichts. Ach, er meint das nicht so. Doch, das tut er. Ich muss los. Willkommen in meiner Welt. Tschüss, Kleine. Die Kinder müssen in die Schule. Ja, ja. Ja, hier. Ach so. Klar, ich fahr sie. Sophie. Ja? Was ist hier los? Er zieht ins Wohnmobil, er sitzt mit uns am Frühstückstisch. Was soll denn das werden? Ist es nicht das, was du wolltest? Werden wir ja sehen, wie lange dir das Familienleben schmeckt. Ey, willst du nicht mitfahren? Nee, lass mal stecken. Oh, wow. Er hat Krach mit Kira. Ja, das habe ich gemerkt. Er hat noch einiges zu lernen. Dass sie sich nicht in so eine Zicke verknallt. Ganz genau. Komm, steig ein. Alles frei, kannst fahren. Super. Da bist
jetzt nicht mitfahren? Das geht schneller und ist entspannter. Tja. Geschehen. Hey, das war nicht schlecht. Also, ich hab nichts gegen dich. Wenn du willst, können wir was unternehmen. Dich braucht hier keiner, okay? Und lass Mama in Ruhe. Und wenn du uns das Haus wegnehmen willst, dann mache ich dich platt. Ist das klar? Klar. Dann wäre das ja geklärt. Das läuft ja richtig super. Wie sieht das denn aus? Lustig. Was gibt's denn? Überraschung. Wir sind hier doch nicht beim Kindergeburtstag. Wir haben auch Vernünftiges geschafft. Das kann er doch nicht wissen. Dann muss er sich eben erkundigen. Teller ist Teller. Ich glaube, Sophie sieht das gar nicht so eng. Doch, sieht sie. Hallo. Bei Tisch keine Schularbeiten. Was gibt's denn Schönes? Überraschung. Hä? Das ist nicht dein Ernst. Das ist vom Feinsten. Du weißt schon, was da drin ist. Ja, super lecker. Mhm. Wie das duftet. Ja, und sehr nahrhaft. Also, die Zutaten... Vincent, das ist kein Abendessen. Muss Philipp? Ich habe ihn den ganzen Nachmittag noch nicht gesehen. Ich glaube, mit Kira irgendwie. Wie irgendwie? Und wo? Einkaufspassage. Zum Shoppen. Wer für das Abendessen zuständig ist, der sorgt auch dafür, dass alle da sind. Bei der Gelegenheit kannst du gleich was Gesundes kaufen. Nein, ich finde das schon. Nichts. Also, wir müssen dann auch mal los. Wer war das denn? Irgend so ein Freund von seiner Mutter. Hallo. Hallo. Oh, das passt leider gar nicht. Haben Sie das auch in XXL? XXL, ich fürchte, da sind Sie ja falsch. Oh, das ist ja schade, aber das Grau, das steht Ihnen echt gut. Tschüss. Tschüss. Wo ist sie, Mann? Die Kleine verarscht dich, merkst du das nicht? Glückwunsch. Jetzt ist sie weg. Du bist so... Mann. Thank you.
War ich damals wirklich so schrecklich, dass du bei Nacht und Nebel abhauen musstest? Gleich bis ans Ende der Welt? Nein. Sondern? Ja, ganz im Gegenteil. Du konntest einfach nur nicht zuhören. Ja, und das kannst du immer noch nicht. Doch, kann ich. Also, ich höre. Ich war gerade mal 30. Ja, da hatte ich schon das Gefühl, dass mein Leben vorbei ist. Ich dachte, wenn ich hier bleibe, dann werde ich lebendig begraben. Ich musste einfach raus. Ich hatte doch keine Ahnung, dass daraus 15 Jahre werden. Ich habe damals wirklich geglaubt, wir gehören zusammen. Ja, ich auch. So, ich will klare Verhältnisse. Du unterschreibst den Vertrag und nach Rosas Geburtstag sind wir geschiedene Leute, okay? Und halt dich dran. Ja, kein Wort zu Philipp, ich weiß. Okay. Wir spät dran. Lauf! Lauf! Lauf, los! Schnell! Ich bin nicht nett. Ich bin auf die Weg. Ja, Code Red. Juliana auf dem Weg. Sie ließ sich nicht abwenden. 2 gegen 1. In 3 Tagen müssen wir das Bescheid abliefern. Ja, und bitte nicht so langweilig 50er-Jahre-Kram. Nee, Leute. So nicht. Hier wird wenigstens gefragt. Entschuldige. Ist okay, ich muss das nicht sehen. Go, go, go. Du meinst? Ich habe einen Freund daran erinnert, was in unserem Leben so gar nicht so blöd, wie Mama gesagt hat. Eigentlich ist er doch echt süß. Ja, hat Kira auch gesagt. Ihr habt doch echt keine Ahnung. Ja, aber du. Psst, Weiber. Weißt du, was er in Australien macht? Ist mir doch sowas von Latte. Er hat eine Tauchschule und da gibt's sogar Haie. Schön für ihn. Die haben hier gewohnt, Mama und er. Ja, ich weiß. Genau, vor 15 Jahren. Jenny, hör auf mit dem Vaterscheiß. Deiner ist verschollen, meiner ist tot. Sieht der Typ aus wie ein Toter? Nee, aber du behandelst ihn so. Wow. Hallo. Hallo. Geredet? Ja, kurz. Echt? Na und, was hat er gesagt? Ja, wir haben über die alte Karre geredet. Und über Kira. Ist egal, die Sehnezicke.
Karre. Was gibt's denn da zu erzählen? Wo ihr überall wart und so. Philipp, guck mich mal. Ich versuche nur, unsere kleine Familie zusammenzuhalten, mehr nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Der Typ hat nichts groß erzählt. Und wenn schon, der interessiert mich eh nicht. Dann schlaf schön, mein Guter. Ich hab dich lieb. Schlaf du auch gut. Danke. Und? Kriegst du es hin? Hey, guten Morgen. Ja, die alten Dinger kannst du noch selber reparieren. Was ist denn kaputt? Der Sprit kommt nicht an. Den Vergaser hatte ich schon raus, aber da sitzt noch irgendwie ein Elefant in der Leitung. Diesel? Nein, Diesel hat doch keinen Vergaser. Das geht direkt auf die Glühkerzen. Bist du schon mal Auto gefahren? Ja, dann wird's aber Zeit. Oder hast du keinen Bock? Klar hab ich Bock. Ja, dann beeil ich mich mal. Sag mal, wieso wolltest du wissen, wann ich Geburtstag hab? Na ja, einfach nur so. Als ich geboren wurde, da warst du gerade weg. Ja? Das hab ich gar nicht so nachgerechnet. Ich aber. Theoretisch. Also rein theoretisch könntest du mein Vater sein. Denkt er, ist tot? Sagt Mama. Ich habe kein Grab gesehen. Und du bist nur wegen Rosa hier? Ja, klar. Was denkst du denn? Weißt du, wer mein Schraubenzieher? Ihr habt euch immer geschrieben, sagt Mama. Was denn so? Ja, was man sich so schreibt. Es wird gefragt, wie es mir so geht, wie die Geschäfte laufen, ob ich eine Freundin habe. Ja, was Mütter so wissen wollen. Und du? Was hat dich hier interessiert? Na, wie ihr hier so lebt. Ich finde es ganz toll, dass Rosa hier wohnen darf. Normal. Das Haus gehört ja dir zur Hälfte. Theoretisch könnte Rosa meine echte Oma sein. Probefass? Ja. Na los, rutsch rein. Links Kupplung, rechts Gas, in der Mitte die Bremse. Und Zündung. Hey! Super, der läuft! Zurück, zurück. Super. Super. Alles frei. Komm, gib Stopp. Ja. Super. Ja, das reicht für heute. Zurück auf den Hof.
Es ist meine Schuld. Mit dir rede ich nicht. Philipp, komm da raus! Ich hab ihn überredet, er wollte doch gar nicht fahren. Das macht's nicht gerade besser. Auf der Straße ist doch gar nichts los. Das ist unverantwortlich. Hack nicht immer auf Vincent rum. Weißt du was, er ist total okay. Und du gehst deine Sachen holen und ab in die Schule. Und keine Diskussion. Diskussion gibt's bei dir ja eh nie. Du hast mich belogen. Immer, immer, immer wieder. Philipp ist gut jetzt. Gar nichts ist gut! Du bist mein Vater und hier tun alle so, als wäre irgendjemand aus Australien zu Besuch. Für wie blöde haltet ihr mich eigentlich? Philipp! Danke. Danke. Ich hab's gewusst. Ich hab mich an unsere Abmachung gehalten. Von mir weiß er nichts. Philipp kann selber rechnen. Ja, und jetzt lügst du auch noch. Weißt du was? Mir steht's hier. Nimm deine Klamotten und hau endlich hier ab! Na? Zufrieden? Das habe ich nicht gewollt. Doch. Genau das hast du gewollt. Ist doch perfekt, jetzt weiß er's. Und wo das hinführt, das hast du ja gesehen. Danke. Das ist nicht fair. Nicht fair? Nein. Das Beste wird sein, du gehst gleich mit. Ich weiß, dass du mich jetzt hasst. Du hast recht. Du kannst mir einen Gefallen tun. Lass mich nicht zu lange. Es tut mich jetzt schon weh. Warte. Wo willst du denn hingehen? Spielt das jetzt nur eine Rolle? Hat es das jemals? Ich war 15 Jahre da für dich und unsere kleine Familie. Ich habe alle meine Träume vorüberziehen lassen. Und jetzt? Wie stehen wir jetzt voreinander? Was denn los? Ich verstehe das nicht. Rosa muss gehen? Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dir... Weißt du, die Rosa... Die braucht mal einen kleinen Urlaub. Ja, ich muss mal ein paar Tage ins Hotel mich verwöhnen lassen. Massage, Sauna. Aber eben habt ihr euch doch noch gestritten und du hast gesagt, sie soll gehen. Wie kommst du denn darauf? Wir beide uns streiten? Nicht wir zwei, oder? Wir zwei? Nein, wir nicht. Ja, ich muss los, mein Taxi kommt. Ins Hotel? Zu Vincent? Super, ich komm mit. Ich hol nur schnell meinen Rucksack. Ich fahre in die Stadt. Prima, ich bin dabei. Tschüss, Mama. Tschüss. Pass auf sie auf. Ja. Wie immer. Danke. Und dann ist der Typ von heute auf morgen weg. Kein Wort, kein Brief, nichts. Und jetzt bin ich der Idiot, weil ich meine Kinder belogen habe. Aber was sollte ich denn anderes machen? Hier gehe ich auch schon auf den Geist. Nein. Konrad, ich muss das alles wieder gerade biegen. Aber wie? Es wird kein neues Buch geben.
Ich brauche die Zeit. Hase. Aber das kannst du jetzt doch nicht machen. Ich kann. Ich muss mein Leben wieder in Ordnung bringen. Sophie, warte. Mein Buch. Sophie, bitte warte. Wir besprechen alles in Ruhe. Und bitte vergiss jetzt nicht, es geht hier um einen Haufen Geld. Für einen einzigen Moment habe ich die Hoffnung gehabt, dass es dir einmal um mich geht. Aber war ja klar, mir geht's wieder mal nur ums Buch. Also jetzt pass mal auf. Der Deal zwischen uns war immer klar. Keine Beziehung, keine Kinder, no family business. Ach ja? Und was ist mit Freundschaft? Was du mir erzählst, ist doch genau der Grund, warum ich keine Familie wollte. Nur Probleme, zu viel Alltag. Zu wenig Glamour-Hase. Du willst einen freundschaftlichen Rat? Ja, verdammt. Ich will wissen, wie ich aus diesem Mist rauskomme. Schreib das Buch zu Ende, mach uns beide glücklich. Und glaub mir eins, manche Probleme lösen sich von ganz allein. Oder? Oder was? Du bist gefeuert. Das zum Thema Freundschaft. Nein, diesmal nicht. Schluss mit Treuherzen. Aber das mit der Klauerei war echt nicht meine Idee. Ja, ja, kein Problem. Ist ja noch mal gut gegangen. Sag mal, was machst du eigentlich morgen Nachmittag? Weiß nicht. Ruf mich halt mal an. Okay. Oh. Was war das denn gerade? Du und deine Mädchengeschichten. Na, ihr seid ja gut drauf. Ja. War ein toller Tag. Warum grinst du so? Ach, nix. Hey, verrätst du mir, warum du so grinst? Nö. Fertig? Man sieht's. Hallo? Thank you.
doch jemand zu Hause, mein Kleiner. Du hast Hunger, ne? Hast du Hunger, hm? Ja, dann komm, let's go. Mach dir was, komm. Komm! Endlich. Darauf hatte sie eine kleine Ewigkeit gewartet. Endlich Ruhe im Haus. Keine tobenden Kinder. Kein Gezanke. Die zum Nachdenken zwingt. Und zum ersten Mal begreift sie, es geht auch ohne mich. Und zwar sehr gut. Zehn Jahre waren vergangen. Sie war zu jung gewesen, um zu verstehen, was er ihr wirklich bedeutet. Und jetzt? Irgendwie ist er anders. Fremd und trotzdem so verdammt vertraut. Ich hab ihn gefunden. Super, ja. Sie hatte ihn verlassen, lange bevor er sie verließ. Sie hatte aufgehört zuzuhören, aufgehört Fragen zu stellen. Sie hatte die Antworten auf alles. Aber es waren nicht seine. Los, geh rüber und hilf ihr. Sonst mach ich's. Jeder auf den anderen zugeht, immer wieder, dann trennen sich die Wege, ob man will oder nicht. 15 Jahre liegen zwischen ihnen. Sie sind beide nicht mehr dieselben. Zum Glück. Eine zweite Chance ist nicht selbstverständlich. Und diesmal wird sie sie nutzen. Denn diesmal war es für immer. Was macht ihr denn mit mir? Wir fahren in den Zoo und verfüttern dich an die Krokodile. Vertrauen ist alles. Aha. Kontrolle ist besser. Hey. Ach, ist das schön. Du sollst doch nicht schummeln. Habt ihr das geschmeckt? Tada. Mensch, du darfst die Binde doch erst abnehmen, wenn wir da sind. Wenn wir wo sind? Ja, ja, da falle ich doch nicht drauf rein. Und jetzt? Augen zu. Ja, gut. Hinsetzen, anschnallen. Nach all den Jahren. Was soll denn das jetzt?
Mama nicht vergessen, heute ist Rosas Geburtstag, du musst kommen. Oh, Scheiße! Mann, Klitschko, warum sagst du mir nie Bescheid? Nicht mehr weit? Nicht mehr weit? Nein. Gut. Stopp. Ah, hier schon. Da sind wir. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Hoch, hoch, hoch. Jenny, die Löffel. Vincent, ihr seid verrückt. Was macht ihr denn mit mir? Wart's mal ab, da kommt noch was. Ja, du solltest dein Telefonbuch besser verstecken, wenn du alleine feiern willst. Sie alle haben nämlich mitgeholfen, dir deinen Traum ein kleines Stückchen näher zu bringen. Ist vielleicht ein bisschen klein für eine Weltreise, aber der Kulki-See ist bestimmt viel aufregender. Ich bin wirklich... Ich weiß nicht... Danke! Dass du da bist, Ludwig. Ich habe mir lange genug deinen Ehrentag entgehen lassen. Das stimmt, da ist was dran. Mhm. Besser? Ja. Ja. Komm. Was soll das? Wo sind meine treuen Herzen geblieben? Untreu geworden? Das ist nicht witzig, sondern richtig gut. Ich bin also nicht gefeuert? Ich sollte dich heiraten. Du bist ein mieser, selbstverliebter Geldgeller, Macho. Und jetzt mach die Ausfahrt frei, ich muss los, ich muss zu meiner Familie. Deine Familie? Meine Familie. Also gibt's doch ein Happy End. Wenn nicht, ruf mich an wegen des Hochzeitstermins. Ja, ja. Komm, nun mach dich weg, ich muss los. Wann kriege ich das nächste Buch? Wann? Wann? Verflucht, sie sah gerade aber auch zu gut aus. Na du, hättest gern, dass deine Mama hier wäre, stimmt's? Hm. So schade, dass sie nicht dabei ist. Hallo? Ja, jeder, der mich hier ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich keine große Rednerin bin, aber heute muss das mal sein. Unser Geburtstagskind wusste schon immer auf alle Fragen eine Antwort. Speziell, als sie noch unser Stationsdrachen war. Geliebt und gefürchtet von allen Schwestern und Ärzten. Aber sie hat es immer verstanden, die Dinge so hinzubiegen, dass es irgendwie passt. Und was nicht passt, wird halt passend gemacht. Aber das Erstaunliche ist, dass es am Ende für alle immer genau so das Beste war. Rosa. Es tut mir wahnsinnig leid, was ich zu dir gesagt habe. Ich hab's nicht so gemeint. Ich hab halt ein bisschen länger gebraucht, es zu verstehen. Loslassen können ist verdammt schwer. Ja. Und meine Kinder sind bald keine Kinder mehr. Ja, und dein Sohn scheint ja auch langsam erwachsen zu werden. Na, mal sehen, hä? Manchmal muss man eben loslassen, um endlich anzukommen. Ja, du alter Stationsdrachen. Viel Glück für die nächsten 70 Jahre.
Danke. Danke. Ich hatte Angst, dass du nicht kommst. Haben wir beide schon einmal aufgegeben? Nein. Damit fangen wir gar nicht erst an. Hm? Nein. Deine Mutter? Sieht aus wie sie. Klingt aber cooler. Mama, ich wusste, dass du kommst. Meine Kleine. Gib mal her. Das ist eigentlich nicht Hallo. Eins. Ganz großes Kino. Hallo? Ich werde dir doch hier nicht das Feld überlassen. Ah, du meinst wegen der Kinder. Meine Kinder schon mal gar nicht. Wo hast du den Ring her? Ja, der lag im Wohnmobil. Ja, ganze 15 Jahre. Ich habe ihn zufällig wiedergefunden. Du hast ihn damals gekauft und mir nichts gesagt? Doch, habe ich. Aber du hast nicht zugehört. War ich so schlimm? Schlimmer. Ja, dann hast du mich wohl verdient.